Hallo, heute werden wir die Frage stellen, sind die Märkte linear geworden? Wenn wir uns den S&P 500 innerhalb der letzten Wochen, Monate, Quartale und sogar Jahre anschauen, können wir einen solchen Eindruck bekommen. Aber wenn es so ist, hat diese Sendung wenig Sinn. Immerhin entwickeln sich viele Aktiva, nicht linear. Und wir glauben, dass sogar die lineare Entwicklung des S&P in den nächsten Wochen eine Pause machen wird. Werfen wir mal einen Blick auf die Fincaps-Plattform. Beginnen wir mit dem wöchentlichen Chart von S&P 500 mit dem Ausblick auf einige Quartale. Seit Anfang 2016 entwickelt sich der S&P ziemlich geradlinig. Wir sind der Ansicht, dass diese Geradlinigkeit noch nicht ganz aus ist. Der S&P liegt im Aufwärtstrend, der schon etwas überzogen ist. Die Hüllkurven kommen in Berührung, sie haben die ersten Impulsziele erreicht, aber der Risikoindex liegt noch nicht im überkauften Bereich, folglich wird der Trend noch einige Quartale andauern. Der Tageschart gibt uns einen Überblick über einige Wochen. Hier können wir eine ähnliche Analyse durchführen. Der Trend steigt weiter an. Die Impulsziele wurden bereits überstiegen und nun sind die Impulsziele 2 dran. Der Trend mag noch etwas Potenzial haben, ist aber ziemlich überzogen. Was das Risiko anbelangt, so berühren sich die Hüllkurven, was auf einen Marktstress hindeutet. Der Risikoindex bewegt sich im roten Bereich, aber es gibt noch keine Überhöhung. Aber die Hüllkurven sind in Berührung gekommen und signalisieren einen baldigen Umbruch. Werfen wir einen Blick auf den Stundenchart. In den Monaten September und Oktober war die Grafik ziemlich linear gewesen, aber seit kurzem hat die Volatilität zugenommen. Im Moment steigt die Grafik weiter an. Die Impulsziele wurden erreicht und nun sind die Impulsziele 2 dran, aber der Risikoindex weist noch keine Überhöhung auf. Dennoch kommen die Hüllkurven in Berührung, deshalb ist die Wende nicht so weit weg. Zusammenfassend kann man sagen, dass wir einen optimistischen Ausblick für den S&P in den nächsten Quartalen haben, obwohl nicht so viel Potenzial geblieben ist. Auf dem Tageschart nähert sich der Index wahrscheinlich an eine Zwischenspitze, sodass die nachfolgende Konsolidierung ein paar Wochen dauern kann. Auf dem Stundenchart lässt sich diese Konsolidierung noch nicht erkennen, aber wir glauben, dass innerhalb von wenigen Wochen ein Umbruch beginnen wird. Und nun analysieren wir einen weniger linearen Vermögenswert, nämlich den Euro-Dollar. Nach dem großen Einbruch 2014-2015 geht die Grafik in eine flache Linie bis 2017 über. Und nun hat eine Aufwärtskorrektur begonnen. Die Preisprojektion liegt noch im grauen Bereich und hat einen starken Aufwärtstrend noch nicht bestätigt. Die Aufwärtskorrektur hat den Zielbereich erreicht und sich nach unten umgedreht. Wir haben eine Konsolidierungsphase im Aufwärtstrend, der noch nicht ausgeprägt ist und einen Korrekturcharakter hat. Der Tageschart verzeichnet einen sehr starken linearen Trend zwischen März und September. Dann hat der Anstieg aufgehört und die Grafik geht nun zurück. Viele Analytiker deuten dies als Head-and-Shoulders-Muster. Mag sein, aber die Märkte sind so beschaffen, dass sich Offensichtliches öfters als offensichtlich Falsches herausstellt. Wäre es ein Head-and-Shoulders, dann müsste hier der Wendepunkt liegen, denn der Preis hat gerade die Halslinie zur Marke 1,17 erreicht. Daraufhin müsste der Preis noch tiefer bis 1,13 niedergehen. Dann würde die Projektion von Korrektur ziehen im Bereich von 1,1580 bis 1,1310 liegen. Der Risikoindex ist deutlich überkauft und bestätigt die aktuelle Besserneigung. Der Stundenchart lässt uns vermuten, dass die Grafik trotz des jüngsten Ausverkaufs in Kürze zurückfallen wird. Momentan ist der Trend bärisch. Wir haben ein Bessé-Muster auf der Grafik, welches auf einen weiteren Rückgang bis 1,15 oder 1,14 innerhalb der nächsten Wochen voraussetzt. Aber die Hüllkurven kommen schon in Berührung und der Risikoindex wird allmählich überverkauft. Wir erwarten in den nächsten Wochen eine Konsolidierung nach oben, bevor der Euro wieder abstürzen wird.
Und nun alle drei Charts auf einmal. Wir haben eine abklingende Aufwärtskorrektur auf dem Wochenchart. Wir haben eine Abwärtskorrektur auf dem Tageschart, die noch einige Monate andauern kann, bis sie Marke 1,13 erreicht. Und der Stundenchart müsste bald ganz überverkauft werden, sodass in einigen Wochen eine Erholung zu erwarten ist. Jetzt gehen wir zu defensiven Aktiva über. Zunächst zu Gold. Obwohl der S&P eine sehr starke Leistung zeigte, blieb der Goldpreis zu einem leichten Anstieg geneigt. Die Hüllkurven sind zwar flach, steigen aber allmählich an. Und dieser Trend kann uns in den Bereich 1500, 1600 führen. Hier wird die Projektion abgeschnitten, weil diese Ziele ziemlich weit entfernt sind und können erst nach 18 Monaten erreicht werden. Es kann alles Mögliche dazwischen kommen. Deshalb erwarten wir erstmal eine Konsolidierung bei Gold. Wie der Tageschart zeigt, hat diese Konsolidierung bereits begonnen. Der Goldpreis korrigiert nach unten und hat bereits die Obergrenze des Zielbereichs erreicht. Der Risikoindex ist zwar nicht überverkauft, hat aber den überkauften Bereich verlassen und kann sich bald umdrehen. Die Erholung wird kaum zu neuen Höchstmarken führen, kann aber bis 3 Wochen dauern und Marke 1300 übersteigen. Es gibt also die Möglichkeit, dass der Preis sich erholen wird. Auf dem Stundenchart, ähnlich wie beim Euro, ist der letzte Ausverkauf nicht ausgeschlossen. Gold ist nicht so sehr überverkauft als der Euro und kann im Idealfall den Bereich 1240, 1260 erreichen. Aber es wurde eine gewisse Strecke nach unten durchgemacht und dies kann bedeuten, dass der Goldpreis auch bereit ist, zurückzuprallen. Dies können wir dadurch begründen, dass die Hüllkurven sich berühren und langsam umkehren. Und hier sind die drei Grafiken im Überblick. Auf dem Wochenchart dauert ein langfristiger Aufwärtstrend an und wir können mit einer Zwischenkorrektur rechnen. Diese Zwischenkorrektur kommt auf dem Tageschart zur Geltung und wird wahrscheinlich noch einige Monate dauern, wenn auch ein Rückfall dazwischen kommen kann. Die Stundengrafik ging etwas zurück, ist aber nicht überverkauft und kann in einigen Wochen in die Lage kommen, wo eine Wende initiiert werden kann. Und zum Schluss werden wir den Dollar-Yen erörtern. Der Dollar-Yen ist ein Risk-On-Indikator. Wenn der Dollar gegenüber dem Yen stark anzieht, heißt dies, dass die Märkte positiv sind und die Risikoaktiva ansteigen. 2014, 2015 hat der Dollar-Yen einen großen Schritt nach oben gemacht. Im ersten Halbjahr 2016 ging es abwärts. Trotz der Belebung der Risikoaktiva blieben die defensiven Aktiva nach wie vor stark. Im Jahr 2017 begann der Replationshandel, der nun in eine Korrekturphase kommt und eine erneute Beschleunigung vorbereitet. Diese Entwicklungen werden in den nächsten Quartalen den Handel prägen. Der Risikoindex ist zwar nicht überverkauft, aber die Oszillatoren versuchen sich nach oben umzukehren. Die Hüllkurven steigen auch und das Aufwärtspotenzial auf dem Wochenchart ist vorhanden. Der Tageschart spiegelt einen mühsamen Handel im Jahresverlauf wider. Zunächst gab es eine Abwärtskonsolidierung bis in den überverkauften Bereich und so ging es nach und nach und hat sich der Kurs etwas erholt und fordert die oberen Korrekturziele heraus. Dabei dreht sich der Oszillator nach unten, deshalb kann der Kurs in den nächsten Wochen etwas in Stocken geraten. Sobald Ebene 114,58 oder 114,60 überstiegen wird, kann sich die Beschleunigung materialisieren. Die Korrektur dauert an, die Grafik kommt in den Widerstandsbereich. Es ist eine Konsolidierung zu erwarten, aber danach wird sich der Anstieg fortsetzen. Der Stundenchart zeigt, dass die starke Aufwärtskorrektur, die wir vom Tageschart kennen, in den Zielbereich 114-115 kommt. Falls dieser Widerstand gebrochen wird, wird es ein positives Signal für den
Tagesstart sein. Außerdem stehen die Hüllkurven unter Druck und der Risikoindex ist überkauft. Hier erwarten wir eine kurze risikofreie Pause, die 2 bis 3 Wochen dauern wird. Und daraufhin müsste ein ernsthafter Vormarsch beim Dollar-Yen einsetzen. Die Aktienkurse werden weiterhin ansteigen. Vielen Dank und eine schöne Woche.